So, Wetterdaten von heute Morgen 8 Uhr, von 10 Uhr, von 12 Uhr und von 14 Uhr. Alles das seht ihr. Dann erzähle ich euch noch was über meinen Bart. Ihr seht, er ist weg. Hat sich was verändert im Vergleich zu gestern. Und wir haben ein ganz bekanntes, berühmtes Geburtstagskind in unseren Kreisen. Mehr danach gleich. Oh, Gran Canaria, du bist so stark, oh ja. Hallo und herzlich willkommen hier bei RPV Gran Canaria. Ihr wisst ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, schnell machen, da unten ist der Knopf, einfach mal draufdrücken. Und ja, das Wetter, dass ich so in der Sonne, guck mal, herrlich, die Sonne ist so herrlich. Hätte ich heute Morgen um 8 Uhr niemals gedacht und auch keine 5 Cent drauf verwettet. Denn, wie es aussah, um 8, um 10, um 12 und um 14 Uhr, das seht ihr gleich. Aber vorher möchte ich euch kurz noch erzählen und einen Hinweis geben auf das nächste Video. Ihr seht, im Vergleich zu gestern, ja, hat sich in meinem Gesicht was verändert. Ich war bei einem Friseur, bei dem Ingo, beim Route 69. Und wir haben dann ein bisschen gespielt. Wir haben einfach mal den Bart so immer ein bisschen mehr gestutzt. Also hatte ich auf einmal dann insgesamt nach und nach 4 verschiedene Bartsorten, wenn man das so sagen darf, im Gesicht gehabt. Und ich war selber verwundert, wie unterschiedlich man auf einmal aussieht. Also was so ein Bart einfach ausmacht, hätte ich nie gedacht. Und okay, wozu ich mich entschlossen habe, das seht ihr ja, ne, einschließlich hier oben. Aber da gibt es ein extra Video zu, da hoffe ich, freut ihr euch drauf. Ich habe da Spaß dran gehabt, der Ingo auch, wir waren war lustig, keine Frage. So, zum Schluss noch eins. Happy Birthday, lieber Adi Lippert, unser Musikdirektor und unser Mr. Morning Show, seit gestern wieder bei uns. Der Adi Lippert wird heute 50 Jahre, oder genau genommen, er ist heute 50 Jahre alt geworden, gehört somit auch, wie wir alle bei Primavera, zum Club der alten Säcke. Und trotz alledem ist und bleibt er der Jüngste. Und dass er richtig jung ist und spritzig ist, das seht ihr, beziehungsweise hört ihr, wenn ihr Lust habt, morgen früh beispielsweise, 10 Uhr bis 12 Uhr, prima morgen, die Adi Lippert Morning Show. So, ich weiß aber, was ihr wollt. Ihr wollt das Wetter sehen und das zeige ich euch jetzt von 8 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr. Und ihr werdet überrascht sein, definitiv, wie sich das in den paar Stunden verändert hat. Viel Spaß! So sieht's aus. Halb oder Viertel vor 10. Ja. Und das bei 17, 18 Grad ist ungemütlich, aber wirklich ungemütlich. Mittwoch, der 13. Januar und ja, es regnet immer noch. Es regnet immer noch und da sind richtig Wolken, wo richtig noch was runterkommen kann. Ja, wir werden eine grüne Insel kriegen. Es ist so. Aber ich denke mal, ich werde kein Morgens-, Mittags- oder Abends-Video machen. Denn, schaut mal hier, da hinten ist schon wieder schön. Da hinten wird wieder schön. Übrigens, das habe ich schon mal erklärt, ne? Das sind die Dachrinnen, kanarische Dachrinnen, da läuft es einfach runter. Aber auf alle Fälle nochmal zurück, es ist schön und ich werde heute Mittag und heute Abend ein Video machen und das zusammenfassen als Tageswetterbericht eben halt abends für euch reinsetzen. So, das war morgens 9:45 in Playa de Ingles. Theoretisch müsste da irgendwo die Sonne sein. Tschüss! So ihr Lieben, und jetzt haben wir es 11 Uhr und 55 Minuten. 5 Minuten von meiner Sendung und was soll ich sagen? Es sieht doch schon ganz anders aus, oder? Ja, und das ist genau auch das, was mitunter natürlich Gran Canaria ausmacht. Wolken, wenn sie denn mal da sind, dann lösen sie sich einfach auch in der Regel schnell wieder auf. Was diese ganze Woche jetzt so war vom Wetter her, habe ich auch in den Jahren, wo ich hier bin, das sind ja schon 9 Jahre, noch nie erlebt. Und wenn ich ehrlich bin, ich möchte es auch nicht nochmal erleben. So, nach der Sendung um 14 Uhr werde ich nochmal rausschauen für euch. Und dann habt ihr das aktuelle Wetter heute vom Mittwoch, dem 13. Januar 2021. So ihr Lieben, und ihr merkt allein schon an dem Ton, es ist jetzt auch nach 14 Uhr und es ist windig geworden, aber es ist auch, ja, der Himmel ist frei geworden, ne? Man staunt, was denn dann doch so hier passiert. Das ist auch typisch Gran Canaria, wenn es dann, ich wiederhole mich, ich weiß, wenn es denn dann morgens schlecht aussieht,
dann ist es aber irgendwann auch wieder besser aussehend. Ja, es ist sehr windig und aber das ist mal der Wetterbericht, quasi aktuelle Wetterbilder über, ja, was sind es denn jetzt? Von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr, naja, 6 Stunden. Und so hat sich das Wetter verändert. Und da hinten irgendwo ist die kanarische Sonne.